Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Herr Alder, ich muss sagen, ich habe mich schon sehr, sehr gewundert, dass Sie vorhin den Herrn Schneider, den Vorsitzenden vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, mit angeführt haben. Im Gegensatz zu Ihnen sehe ich bei ihm zumindest auch ganz klare Konzepte, wie wir es demnächst machen könnten. Wenn Sie sich diesen Konzepten anschließen können, bin ich direkt wieder bei Ihnen. Aber ich schätze, da liegen Welten dazwischen. Volkswirtschaftlich betrachtet ist die hier von der FDP angezettelte Debatte um die Generationengerechtigkeit eine sehr neblige. Der hier heraufbeschworene Krieg zwischen Alt und Jung ist doch ein billiges Politmärchen. Generationengerechtigkeit ist ein politischer Kampfbegriff, der immer dann rausgeholt wird, wenn der eigentliche Konflikt zum Thema Rente verschleiert werden soll. Es geht bei den Problemen in der Rentenpolitik doch nicht um den Konflikt von Alt und Jung, sondern eher um den Konflikt von Arm und Reich oder anders ausgedrückt um die Exklusivrechte einiger weniger gegenüber der Vielzahl der Menschen. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht die Ansprüche der Rentner, sondern die Ansprüche derer bzw. den Anspruch, nicht in die Rentenkasse mit einzahlen zu müssen. Denn was passiert da in Berlin? Es soll innerhalb eines geschlossenen Systems umverteilt werden. Die ganze Gesellschaft wird ausgeklammert. Sie betrifft die Frage nicht, sondern nur die Menschen, die gezwungen sind, in die gesetzlichen Rentenversicherungen einzuzahlen. Dabei ist die Sicherung der Rente doch längst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Die SPD hat sich bei der Frage nicht mit Ruhm bekleckert und in den Koalitionsverhandlungen kampflos die richtige Richtung verlassen. Wir reden nicht davon, dass Kinderbetreuungszeiten bei Müttern endlich eingerechnet werden. Das war längst überfällig. Sondern von der Inkonsequenz, nur um in der Großen Koalition mitspielen zu dürfen, die Forderung, weitere Einkommen an der Rentenversicherung zu beteiligen, aufgegeben zu haben. Das reale Renteneintrittsalter in Deutschland beträgt derzeit durchschnittlich 61,2 Jahre. Der Vorschlag der Großen Koalition ist also bloß ein zaghaftes Reagieren auf die Realität. Die Koppelung an die Beitragsjahre scheint bei erster Betrachtung fair. Auf dem zweiten Blick wird allerdings sehr schnell klar, dass ein Rumdoktern am aktuellen Rentensystem in keiner Weise erfolgsversprechend sein kann. Von der katastrophalen Privatisierung der Rentenversicherung durch die sogenannte Riester-Rente will ich hier gar nicht reden. In Ihrem Antrag fordern die Kolleginnen und Kollegen der FDP, dass die Rente generationsgerecht und zukunftsfest gemacht werden soll. Schön und gut, aber welche Lösungen bieten Sie an? In Ihrem Antrag finde ich nur ein Weiter-so. Wir Piraten setzen uns für eine nachhaltige Bekämpfung der Altersarmut ein, die eine direkte Folge der Jahrzehnte verfehlten Rentenpolitik ist. Das bisherige Rentensystem muss so umgestaltet, und ich sage ganz deutlich umgestaltet werden, dass sich die zukünftigen Rentner wieder auf eine sichere Rente im Alter verlassen können. Um diese Ziele zu erreichen, muss das Rentensystem so umgestaltet werden, dass die Einnahmebasis verbreitert und die Stärkeren sich angemessen mit Beiträgen an der Rentenversicherung beteiligen. Alle bestehenden Rentensysteme, berufsständischen Versorgungssysteme und Pensionen im öffentlichen Dienst werden dafür zu einer Rentenkasse zusammengeführt. Alle steuerpflichtigen Einkommen und Kapitalerträge werden zur Zahlung von Rentenbeiträgen verpflichtet. Keine Berufsgruppe und keine Einkommensgruppe darf ausgenommen werden. Die Bemessungsgrenze muss entfallen. In die Rentenkasse zahlen dann alle in Deutschland lebenden Menschen einkommensabhängig ein. Die Beiträge von Selbstständigen müssen sich dabei natürlich an den jeweiligen Unternehmenszahlen orientieren, sodass sie in ihrer Existenz nicht gefährdet werden. Das sind Rezepte, die die Rente wieder sicher macht und wirkliche Generationenverantwortung garantieren. Zukunft so ist ein Weiter-so, wie ich ihn bei allen anderen Parteien mitbekomme, nicht. Die Rentenversicherung muss endlich von allen bezahlt werden. Nur dann ist sie zukunftsfest und gerecht, und zwar generationengerecht und sozialgerecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wegner. Und nun spricht Minister Schneider.